Tolkien, was sagst du zu Gale Force Garen? Schlechter als Stridebreaker. Ich verstehe, du möchtest Crit kaufen, aber geh einfach Stridebreaker, Black Cleaver und du bist happy auf Garen aktuell. Allein der Fakt, dass der Stridebreaker den wichtigen und notwendigen dritten Proc für Facewash gibt, macht das Item immer besser als gängige Alternativen, weißt du? Beziehungsweise es macht das Item sogar alternativ los. Machst halt QE Stridebreaker, bekommst Facewash und bist halt richtig happy. Sonst musst du halt Auto-Attack QE machen, das dauert halt ewig, oder du musst igniten oder ulten, um Facewash auszulösen. Das dauert halt einfach alles länger. Stridebreaker kannst du in deiner E benutzen und damit ist das Item einfach toll, also. Garen Gaming? Ich habe so viel über ihn geredet, lass ihn selbst spielen, lol. Ja, ich spiele gegen Karthus Toplane. Early Game kann lästig sein. Und danach ist er einfach gewonnen. Also eigentlich ab Berserker Griefs ist Garen stark. Bis da müssen wir kommen. Oh. Den Heimerdinger Fist bei Level 1. Ja, ich liebe Level 2. Wir haben insgesamt mehr Gold als die Gegner jetzt, ne? Wir haben hier gerade 15 Gold gemacht. Borten hat 80 Gold gemacht. 60 für sie und 20 für Lucian. Red Side Team hat einen Gold-Lead. Wir werden von dieser Wave Level 2. Was natürlich nice ist, aber. Mal gucken, wie fern wir es ausnutzen können. Wir gehen einfach nur für Fast Rush. Aber auch schon für Fast Rush geknallt, ne? War der einzige Grund. Deswegen ist halt Stridebreaker so nice. Und tatsächlich war Level 2 noch nice. Hat damit Carlos nicht gerechnet. Wurde extrem hops genommen. Ja. Wir sind sehr gut dabei, will auch sustain, er wird demnächst umgehen. Sonst die Wave hier Level 6 für mich und ich töte ihn. Jetzt wird er aber Level 6 von der gleichen Wave. Nämlich genau Igniter, während er noch keinen Exhaust hat, ne? Diese halbe Minute. Das hier war das Window, wo wir hätten so gut tun sollen. Okay. Dann ist eine Wave weg für dich. Eins war Grip, wir haben Boots, wir sind sehr, sehr stark. Wir haben zwei Plates bekommen. Wir sind happy. Am Junge! Garon Gaming! Garon Gaming! Ja, ich verpasse alleine. Okay. Bitte nicht. Nein, Mann! Wir sind Jungler immer noch so dumm! Ja, jetzt kann ich nicht mehr bullen. Der Einzige, in der wir ein Lead haben, we need you midland. Ja, ich gank Mitte. Ich gank Mitte. Ich werde den anflashen doch. Der Typ hinter. Mein Gott. Oh ja, ich muss jetzt am zweiten Turm spielen. Also, ist einfach terrible. Na egal, das ist okay, ein Stridebreaker von dem Kill. Weiß ich komplett unwahrscheinlich, dass Nocturne da ist, aber ich war bereits zu flippen. United. Frage. Oh. Nice. That's something. Jetzt gehe ich eigentlich immer Black Cleaver als nächstes, ne? Ich würde so viel lieber das alte Dingens haben, aber ist halt nicht mehr da. Also können wir nicht Mortal Miner kaufen. Okay, wenn sie so direkt startet, muss ich auf der Karte bleiben, aber ist nicht gut von ihr. Geht der erste werben. Warte mal dort im Busch. Denn sie hat sehen nach der Nocturne, wenn er moved. Der Moon. Oh, der Strike war kaputt, aber Nami killt ihn. Schade. War nicht wirklich worth verlieren mit eine Milliarde Plates. Haben zwei Stück verloren. Ich glaube, der wurde gesolo-killt von Karthus? Der ist jetzt 650 Gold wert. Guter Harris. I don't know. Der Cleaver, Deadman's Plate und dann Force of Nature ganz am Ende. Geil, Mann. Oh! Das wäre beinahe fucking Dude Feimerdinger gewesen. Glücklicherweise nicht ganz. Dann haben wir reingelackt. Dann haben wir fett reingelackt. Sie ist im Eck. Wir müssen ihr helfen. Nein. Nein. Nicht ernsthaft. Noch. Yeah.
Oh, ich hätte treffen sollen. Weiß nicht, wie keiner gestorben ist, ohne zu hulten, aber es ist nicht worth es, wenn die Wachnash machen. Ich hab die nicht one-hitten können, hat mich exhausted. I just need one teammate! One teammate! Ach so, Mann, 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 Mann! Imbus-Code kriegen wir von Ignite, deswegen landen wir da. Blows, Mann. Ja, ist reiner Frustplay, ehrlich gesagt. Irgendwas muss ich halt machen in dem Spiel. Aber ja, versuch mal Türme zu face, Fische zu face stecken auf der Ocean Map gegen Heimerdinger, der Turbo fährt das. Ich werde es nicht versuchen. Oh, ne Mann, ne Mann. Okay, du schon dafür geflasht, Kellforst? Das war Stopwatch, gehen mich an. Kinda nice. Eigentlich ist so viel Pressure von der Karte runter, wenn ich jetzt Base gehe. Meine Passive reicht. Ich muss Varus finden. Erster Tod für den Varus. Solide True Damage und ich hab Rap Buff, also ich bin gleich voll HP mit Passive und Rap Buff. Wichtig, dass wir Nash hier nicht zulassen. Dann haben wir Dinger mit Turrets. Garen Gaming gibt alles. War auch so ultet über die Wand. Ach Leute, League of Legends. It's a great game. Gut gemisst, das ist gut. Wir müssen alles geben. Machen. Um hinter Set zu kommen. Ganz eventuell Richtung Drake. Oder Bottom retten, das wäre ganz richtig. Das käme sehr gefährlich und süß. Ich glaube, das hat Drake gemacht. Ja, ich denke Stopwatch into Strikes Gage oder so, ne? Falls das Game noch so lange geht, das Item ist nicht ganz so billig. Ne, hat sie gerade eben genommen. Er ist aber tot, oder nicht? Ich hätte besser Sonne essen müssen. Ich hätte besser Sonne essen müssen. Ich muss Varus heute einfach Sonne essen. Der Nash hält noch 20 Sekunden und ich bin erst mit 25 ab. Ja, ne? Okay. Wir haben es versucht, meine Teammates. Da steht's mit mir, lol. I mean, was sind das für Games? Ich weiß es nicht. Keine Worte, Mann. Keine Worte. It just is what it is.
Keine Worte, Mann. Keine Worte. It just is what it is. Disconnect. Ich will nicht drüber nachdenken.